Timing ist schwierig, vor allem wenn es die zukünftige Entwicklung betrifft. Strategietreue auf Basis bester Qualität hingegen zahlt sich aus. Das ist ein Resümee, das ich in über 40 Jahren am Aktienmarkt Engagement klar ziehen kann. Und ich habe Ihnen dazu auch ein aktuelles Beispiel mitgebracht, am Beispiel der Aktie von Booking, in die unser Institut schon länger investiert ist. Hier den Kursverlauf, den Sie sehen, ist von Jahr 2015 bis eben November 2019. Das ist der Zeitpunkt, als der Kurs etwas zurückkam. Unser Research klar erkannt hat, dass die fundamentalen Rahmendaten der Aktie durchaus passen. Wir können investieren und wir investieren in günstig bewertete Aktien mit einem perspektivischen Horizont von 3 bis 5 Jahren und in etwa 30 bis 40% Kurszuwachs. Das ist der Anspruch an ein Investment in ein großes, gutes Qualitätsunternehmen. Damals wussten wir natürlich nicht, wie sich die Märkte weiterentwickeln. Und jetzt blende ich Ihnen den restlichen Chart ein. Hier stehen wir jetzt ganz oben bei knapp 4.000 Dollar. Aber was ist passiert? Zum Einstiegszeitpunkt kam kurz darauf Corona. Die Börse, die Aktie von Booking reagierte mit bis zu -40%. Wir sind nicht nervös geblieben, weil das Geschäftsmodell funktioniert hat. Es hat nur eine kleine Delle gehabt über Corona, als Reisen nicht mehr möglich war. So zog der Kurs wieder an und auch über die Thematik der hohen Inflation oder des Angriffskriegs Russland auf die Ukraine. Auch das hat die Aktie prima überstanden und steht jetzt eben bei 4.000 Dollar in etwa. Strategietreue zahlt sich also aus. Timing, das ist nach vorne sehr, sehr schwierig. Jetzt ist die Aktie zum Kaufzeitpunkt mit 116% im Plus. Ein stolzes Ergebnis. 30 bis 40% ist eigentlich unsere Zielmarke. Und dividiert man diesen Wert einfach auf die 5 Jahre geteilt, dann kommt in etwa 23% per anno an durchschnittlicher Rendite raus. Ein Wert, der sich durchaus sehen kann. Ja, Strategietreue zahlt sich aus, an diesem Beispiel verdeutlicht. Und es ist klar für uns, und wenn Sie unser Institut schon länger kennen, oder gar Mandant sind, dann wissen Sie, dass die Qualität für uns an oberster Stelle steht. Wir investieren nur in international tätige Unternehmen, die hohes Eigenkapital haben, hohe Cash-Reserven. Sie müssen eine geringe Verschuldung haben, um nicht von Banken abhängig zu sein. Eine hohe Ertragskraft, damit von Geschäftstätigkeit auch was übrig bleibt, das dann mit stabilen Dividenden letztendlich ausgeschüttet werden kann. Und ganz wichtig, Sie müssen ein Übernachtereignis, auf das wir nicht mehr reagieren können, wie zum Beispiel Corona oder so einen Wahnsinnskrieg, den Putin führt, einfach überstehen können. Das ist für uns wichtig, das ist für uns krisenresistent. Und da sind wir letztendlich, wenn wir das Geschäftsmodell und die Bilanz lesen können, wenn wir sie verstehen, dann folgt natürlich auch daraus, dass wir als Familie selber in dieses Investment investieren und damit ist es dann auch freigegeben und auch gut genug für unsere Mandanten. Aktien, und das ist eine klare Aussage, auch in diesen schwierigen Zeiten bleiben für uns erste Wahl, denn sie liefern direktes Eigentum an Unternehmen. Ich bin und Sie vielleicht auch direkter Miteigentümer an Microsoft, an Siemens oder an Apple. Das ist ein direkter Zugang zu wirtschaftlichem Kapital. Aktien bieten Schutz gegen negative Realzinsen. Auch die sehen wir leider immer noch. Schutz gegen Inflation, als wir 6, 8, 9, 10% Inflation hatten und das Geld auf dem Festgeld weniger wurde, ist der Aktienmarkt gestiegen. Damit konnten wir die Inflation ausgleichen. Und last but not least bieten sie auch Schutz gegen die ausufernden Staatsschulden, Stichwort Schuldenbremse in Deutschland, aber auch in Europa oder weltweit. Ufern die Staatsschulden ja immer weiter aus. Die Aktie ist die Bastion da dagegen. Dies und vieles mehr sichern wir in unseren Wertgrundsätzen, auf die ich seit über 40 Jahren vertraue und die bewiesen haben, dass sie uns auch über schwierige Zeiten hinweg durchbringen, aber natürlich auch in den guten. Tun Sie es auch, auf Wertgrundsätze, auf klare Strategien zu vertrauen und bleiben Sie der Strategie treu. Das ist ein wichtiger Faktor. Denn so ist es uns nicht bange für unser Vermögen. In diesem Sinne eine gute Woche, Ihr Andreas Glogger.